Lieber Toshio, vielen, vielen herzlichen Dank. Erst einmal natürlich für das Stück, was die Zuhörer der Digital Concert Hall heute Abend hören werden, aber auch natürlich für das Kommen und für das vielleicht ein bisschen Vorbereiten des Publikums auf dieses Stück. Ich würde aber ganz gerne anfangen, ein paar Fragen zu stellen. Wie kamen Sie überhaupt zur Musik? Damit wir ganz von vorne anfangen. Ich habe sehr früh Musikunterricht genommen. Also als ich 4 Jahre alt war, habe ich Klavierunterricht angefangen. Und das war natürlich europäische klassische Musik. Ich habe Mozart oder Schubert oder Beethoven sehr geliebt. Aber meine Familie war sehr japanisch. Und mein Großvater war Ikebana-Lehrer. Und meine Mutter spielte japanische traditionelle Instrumente, Koto. Und als ich Kind war, habe ich diese japanische Musik, traditionelle Musik nicht gemocht. Ich fand es sehr langweilig. Und also ich habe nur europäische Musik gehorcht. Und ich bin nach Europa gekommen, nach Berlin gekommen, um Musik zu studieren. Damals habe ich erst mal gemerkt, dass ich Japaner bin. Wenn man in Japan wohnt, in kleinen Inselland, man merkt nicht, dass er Japaner ist. Und ich habe hier in Berlin zum ersten Mal wirklich japanische traditionelle Musik gehört. Und ich fand es doch nun sehr, sehr interessant, schön. Aber vielleicht, weil ich europäische neue Musik kennengelernt habe. Bei der europäischen neuen Musik, man hört diese Mikrotönen oder Toncluster. Mit solchen Ohr habe ich noch einmal meine Heimatmusik gehört. Dann habe ich Schönheit gefunden. Und dann habe ich angefangen, meine eigene Musik zu komponieren. Die Studienzeit in Berlin. Hast du angefangen, in Berlin Komposition überhaupt zu studieren? Wie kam es dazu, ausgerechnet nach Berlin zu kommen? Ich habe schon in Japan Komposition studiert, aber in Japan kann man nicht neue Sachen lernen. Also Musik nur bis zum 19. Jahrhundert. Harmonielehre und Kontrapunkt und weiter kommt man nicht weiter. Und ich habe ein Konzert gehört vom koreanischen Komponist Isang Yun. Der war Lehrer von Hochschule der Künste in Berlin. Und ich wollte bei ihm studieren. Deswegen bin ich nach Berlin gekommen. Ja, auch bei Isang Jungs Musik ist ja viel Einfluss der koreanischen traditionellen Musik zu hören. Da vielleicht ein bisschen eine Parallele. Aber wenn du sagst, dass du das erst entdeckt hast, als du die Musik in Europa gehört hast, ist das ja schon sehr spannend. Was hast du damals gehört? Weißt du das noch? Also ich habe viele, viele europäische neue Musik gehört. Ligeti, Xenakis, solche alle Sachen. Auch sehr viele intensive mit den Schönberg, Berg und Webern studiert. Und gleichzeitig habe ich angefangen, Volksmusik zu hören von verschiedenen Ländern. Indonesische Musik, indische Musik, auch japanische Musik. Ne? Und ich suchte meine Wurzeln. Und ich fand die europäische neue Musik auch faszinierend. Aber irgendwie fühle ich mich fremd. Und auch natürlich europäische klassische Musik ist eine große, wunderbare Musikwelt, aber mit diesen Tonsprache kann ich nicht meine eigene Musik komponieren. Wie muss man sich das vorstellen? Die Leute, die jetzt zugucken, werden sagen, wie komponiert ein Komponist? Setzt er sich hin und wartet auf den Gedanken, der irgendwann kommt? Gibt es ein Konzept, gibt es eine Vorstellung, die du hast, bevor du anfängst zu komponieren? Wie gehst du so eine Komposition, wie zum Beispiel das Stück heute Abend, an? Ja, ich habe immer eigentlich ziemlich konkrete Idee oder Gedanken oder
Geschichte, solche, ohne diese starke Idee kann ich nicht anfangen. Und mit dieser Idee fange ich an und zum Beispiel 2, 3 Seiten, wenn ich komponiert hat, dann kommt automatisch weiter, kann ich weiter komponieren. Und bei diesen Hornkonzerten habe ich eine Idee gehabt, Hornist, du bist ein Lotusblume und Orchester ist Umgebung von den Lotusblumen, also Kosmos und Natur und Wasser, Wasserteich. Und der Hornist der Blume, Lotusblume, möchte erblühen. Diesen Prozess möchte ich mit der Musik ausdrücken.